Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Amalias Kochinsel. Und heute ist bei uns Schaschlik angesagt. Ich glaube, das ist Lieblingsgericht aller Russen in der ganzen Welt. Und wenn ihr Bekanntschaft oder Nachbarschaft oder einfach Kumpels, russische Kumpels haben, dann haben sie bestimmt das schon gegessen. Und heute zeigen wir, wie das geht. Also heute ist mein Mann dabei. Hallo. Weil bei uns sagt man so, der Schaschlik liebt Frauenhände nicht. Und kann ich zustimmen, dass bei Männern wirklich kommt besser und lecker als bei Frauen. Also so fangen wir an. Bei uns ist heute 3 Kilo Schweinenacken. Ohne Knochen natürlich. Also 1 Kilo Zwiebel, Salz, schwarze Pfeffer und spezielle Gewürze für den Fleisch. Das können Sie bei jedem Supermarkt kaufen. Gewürzmischung, ne? Ja, also normales Sonnenblumenöl, ein bisschen. Wie viel? Zerstückelte Tomaten, 800 Gramm. Ja. Auf 3 Kilo Fleisch. Ja, genau, das müssen Sie immer rechnen. Ne? Wenn Sie 10 Kilo machen, dann müssen Sie alles dreifach nehmen. 1 Liter Buttermilch. So. Ja. Also ich bin als helfende Hand heute. Also, aber bei mir ist immer die schlimmste Arbeit, Zwiebel putzen und schneiden. Ja, wir schneiden den Nacken in Würfel. Ich würde mal sagen, so 3x3 cm. Also große Stücke müssen sein, damit die so saftig bleiben. Wenn Sie kleine Stücke schneiden, dann wird Schaschlik einfach trocken. Das ist wichtig. So. So machen wir das. Solche Stücke sind es. Genau, grobe, große Stücke. Genau. So, schaut hier noch. Das halbieren. Ja, wir haben den Topf. Na, erstmal hier. Achso, was passiert? Mhm. Okay. Und dann machen wir ihn einfach. Schneide einfach solche Scheiben runter. Ja, und ich schneide parallel den Zwiebel in Ringe, ne? Ja, genau, in Ringe. Im Ganzen. Einfach so grob. Ja, genau. Ja? Ja. Fleisch ist geschnitten, Zwiebel auch. Jetzt machen wir unsere Mischung. Ja, wir nehmen das Fleisch, Topf rein. Zwiebel egal, auch? Man kann auch Schüssel nehmen, egal welches Gefäß. Also Hauptsache passend, ne? Damit ja, genau. Alles bedeckt wird. So, Fleisch, Zwiebel, dann machen wir unsere gestückelte Tomaten rein. So, dann machen wir die Buttermilch rein. Ja. Muss das Ganze komplett zugedeckt sein? Nee. Nein, ne? So. Mhm. So, und dann würzen wir nach Geschmack. Ja, nach Geschmack. Das soll, also, man sollte schon. Wenn das, wenn Salz, Pfeffer und die Gewürzmischung drin ist, es soll schon also nicht zu leicht gewürzt sein. Denn man muss schon das schmecken, das Salz, den Pfeffer muss man schmecken allgemein. Das muss schon ein bisschen stärker schmecken, weil das Fleisch saugt das alles auf. Ja, wie gesagt, das muss man probieren. Also ich mache das. Ja, erstmal besser weniger mischen und dann probieren und dann. Also spüren, schmecken Sie das? Also das sind 2 Esslöffel auf 3 Kilo also Fleisch. Also 2 große, ne? Ja, Esslöffel. Ich meine richtig so. Ja. Dann machen wir unseren Pfeffer rein. So, dann würde ich das erstmal mischen. Okay, ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Öl. Das ist normales Sonnenblumenöl. So, Sonnenblumenöl. Dann machen wir ein bisschen Öl noch mit rein. Weil es macht das Fleisch noch mal ein bisschen zarter und ja. Dass es nicht so trocken ist. Also genau. Warum machen wir Buttermilch und diese Tomaten? Weil die Buttermilch gibt diese Säure, was richtig für Fleisch gut passt. Und dann natürlich ganze diese Soße, dann am nächsten Tag wird nicht so viel, weil der Fleisch saugt das und deswegen entsteht dieses saftige Stück von diese Stücke, also Stück Fleisch. Ne? Genau. Also jetzt mischen wir. So.
Die Männer können das richtig gut machen. Man kann auch, man sollte auch den Zwiebeln so ein bisschen drücken, ausdrücken, damit der Saft aus der Zwiebel rauskommt. Also die Hände sind natürlich gewaschen, ne? Wir machen das für uns privat. Ansonsten würde man da, würde ich Handschuhe hernehmen oder irgend sowas in dieser Art. Aber wie gesagt, die Hände sind gewaschen, sauber und da kann man also richtig. Ach, die frühen Leute haben diese kleinen Handschuhe gehabt und genau. Ja. So, jetzt ist unsere Schaschlik in der Marinade soweit fertig. Jetzt kommt er für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank. Ja, und wenn wir zum Beispiel am Wochenende Schaschlik braten möchten, dann machen wir das am Freitagabend und am Samstag zum Mittag braten wir unsere Schaschlik. Grillen wir. Grillen wir, genau. Und wir müssen nicht nur an uns denken, ne? Weil bei Schaschlik natürlich, das heißt, kommt Besuch mit Kindern. Und jede Mama weiß, also wir kaufen für Kinder ganze Schüssel verschiedene Obst. Und dann Kinder nehmen zwei Stück und dann legen die weiter. Deswegen, damit wir das nicht wegschmeißen, machen wir eine leckere Kompott. Also bei mir zum Beispiel heute Erdbeere. Der Topf ist ungefähr 7 Liter. So. Wenn zum Beispiel Ihre Früchte, Sie können kombinieren, Ihre Obst, das nicht mehr so schön aussieht, egal. Hauptsache, der ist nicht verfault. So, ich habe zwei Äpfel, schneide ich einfach so. Man muss nichts sauber machen, nichts schälen, einfach so. Ich habe Pfirsiche, aber natürlich, ich denke, dass ich mache diese, oh, die sind nicht so groß. Diese Knochen, egal, das kann mit rein. Weil wir brauchen nur die Flüssigkeit, ne? Und dann habe ich im Schrank noch ein Glas Sauerkirsche gehabt. Sie können natürlich auch frische nehmen. Also das Rezept kommt von meiner Lieblingsschwiegermutter. Mutti, ich liebe dich. Also das Geheimnis von diesem Kompott. Normalerweise, ich nehme Bonbons mit Barbaris-Geschmack. Aber heute leider habe ich das nicht bekommen im Laden. Die waren schon alle. Deswegen habe ich einfach Fruchtbonbons gekauft. Das machen wir da auch rein. Die Kinder lieben das. Und 500 Gramm Zucker. Die Kinder lieben diese Kompott, weil diese Bonbons-Aroma kommt. So, jetzt füllen wir bis oben einfach mit klares Wasser. Das klare Wasser ist befüllt. Und wir bringen jetzt zum Kochen. Und wenn das Ganze kocht, machen wir sofort aus, stellen wir den Topf runter, unsere Kompott ist fertig. Unsere Kompott ist fertig. Am besten abkühlen lassen. Man kann auch danach ein paar Eiswürfel da reinschmeißen. Also, und ich habe heute hier meinen größten Fan dabei. Der probiert jetzt und sagt seine Meinung. Nein. Das schmeckt so lecker. Lasst ein Abo für meine Oma da. Unser Fleisch war in Marinade 12 Stunden im Kühlschrank. Jetzt fangen wir an aufzuspießen. Und ich mache dazu marinierte frische Zwiebeln. Also, ja. Mein Mann macht natürlich Fleisch. Ja, ich drücke das Fleisch ein bisschen aus. Dann dreht sich das Grütte besser. So. Genau, einfach nicht zu dicht aneinander, damit es schön von allen Seiten grillen kann. Du kannst auch ein bisschen näher das zeigen. Und das muss nichts hängen, ne? Ja, genau, das darf nichts runterhängen. So. So wie hier zum Beispiel. Zack, und so sieht dann dieser Spieß aus, im rohen Zustand. So. Mein Zwiebel jetzt in grobe Ringe geschnitten.
ein bisschen Öl, ein bisschen Essig und einfach so mit Händen mischen. Und danach zum Fleisch einfach so frisch essen, das schmeckt sehr lecker. Genau, was ein noch? Glas Schnaps dazu, ne? Schnaps, ja. Was noch? Der Zwiebel, was jetzt in der Marinade drin ist, den sollt nicht mit aufspießen, weil der verbrennt. Der verbrennt einfach nur. Ja, der war einfach zum diese Saft abgeben und zum Geschmack. Genau. Ja. Unser Fleisch ist aufgespießt. Dann machen wir, dann packen wir alles auf unseren Mangal. Ja, unser Mangal. Genau. Kommst du mit rüber? So. Mangal ist, ist so ein, sag ich mal, spezieller Grill, wo man wirklich nur so Schaschlikspieße so richtig braten, grillen kann. Man kann natürlich auch hier ein Rost drauflegen und was weiß ich, alles Mögliche grillen. Ja, die gibt's, die kann man kaufen, meistens in osteuropäische Läden. Ja. Aber meistens verkaufen da nichts Anständiges, die sind nicht so robust, ne? Ja, ja, das hat dein Kumpel für uns selber geschweißt. Genau, hat der Kumpel geschweißt, das ist ein 4 mm Blech, also der ist für die Ewigkeit, ne? Ja, und jetzt lassen wir die Spieße einfach mal brutzeln hier, dass sie schön... Muss man mehr mal anwenden, ne? Ja, man muss zwischendurch drehen, natürlich, man muss gucken einfach... Genau so wie beim Grillfleisch. Wie beim Grillfleisch, genau. Dass sie nicht verbrennen. Ja. Wir sind jetzt hier, ja, sag jetzt mal Halbzeit beim Grillen. Unsere Spieße brauchen jetzt vielleicht noch 10 Minuten. Genau, man kann auch, es muss ja nicht unbedingt Schwein sein, man kann ja auch Lamm hernehmen. Man kann. Aber Rindfleisch nicht. Rindfleisch eignet sich nicht so gut, würde ich mal sagen, weil Rindfleisch, ich denke mal, es wird hart oder zäh, keine Ahnung. Oh, das sieht schon so lecker aus. Schade, dass man den Geruch nicht übertragen kann, weil das ist, riecht schon wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Unsere Schaschlik ist fertig. Bei Kompott habe ich noch ein Stück frische Minze dazu gemacht. Das sieht schon sehr lecker aus, riecht auch. Kochen Sie gerne mein Rezept nach. Das hast du gut gemacht, mein Schatz. Danke. Ja, für die Erwachsenen gibt es natürlich ein bisschen Schnaps dazu. Ne? Ja, das ist Geschmackssache. Für mich Kompott heute. Okay. Lass mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und ab jetzt könnt ihr mir beim Instagram folgen. Amalias Kochinsel. Und bis zum nächsten Mal.